Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Folge 151 des VeggieWorld Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, dass wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich mit Matthias Lopez über vegane Werbung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Hier bei uns ist viel passiert, denn Extinction Rebellion hat eine Woche lang mit Demonstrationen und Aktionen dazu aufgerufen, dass wir uns bitte aktiv für unser Klima einzusetzen haben. Und Nicole war hautnah dabei und wird in der nächsten Gedankenfutterfolge natürlich davon berichten. In der Welt geht gerade so viel vor sich und auch wenn in diesem Jahr nichts normal scheint und auch wenn wir uns manchmal überfordert fühlen und vor all dem Chaos und der Corona-Krise und allem, was da draußen passiert, es ist und bleibt wichtig, dass wir uns für die Dinge einsetzen, an die wir glauben und für die es sich lohnt, gemeinsam weiterzukämpfen. Die Klimakrise zum Beispiel ist nicht gebändigt, nur weil wir Corona haben. Rassismus, Sexismus, Speziesismus sind Probleme, die immer noch jeden Tag aktuell sind. Deshalb lasst uns weiterhin unsere Stimme nutzen, um für mehr Fairness in der Welt einzustehen. Gerade die Black Lives Matter-Bewegung, die in den letzten Wochen in den USA und auf der ganzen Welt unglaublich aktiv ist, hat mir wieder einmal gezeigt, wie privilegiert ich als weißer Heteromann bin und mit wie wenig ich mich jeden Tag herumschlagen muss. Und ich finde, wir sollten alle unser Privileg, unsere Plattform nutzen, egal wie klein oder groß die sein mag, um unsere Stimme für andere zu erheben, um andere zu unterstützen und vor allem auch mal beiseite zu treten und andere sprechen zu lassen und zuzuhören. Diesen Satz, den ich am Ende jeder Folge sage, den meine ich nämlich auch wirklich so. Lasst uns wirklich gemeinsam aufstehen und loslegen, denn es geht um uns alle. Wie Meister Yoda bei Star Wars so schön gesagt hat, alles hängt zusammen. Also passt auf euch auf und seid laut auf eure Weise. Also wie heißen vegane Aktivismus-Muffins sind auch laut. Ja, die können schon laut sein. Ich merke, dass ich momentan eine Phase habe, wo ich auch ein bisschen wieder Energie schöpfen muss, mich um mich selbst kümmern muss, aber trotzdem kann ich in irgendeiner Form immer Aktivismus machen. Und letztendlich geht es eben immer weiter. Zum Beispiel haben wir jetzt vor kurzem angekündigt mit der VeggieWorld, dass es nächstes Jahr das erste Mal das VeggieWorld Campout geben wird. Vom 13. bis zum 15. August 2021 wird es also ein veganes Festival, Musikfestival in Deutschland geben, von der VeggieWorld ausgerichtet. Ich bin super gespannt. Mehr Infos gibt es bald, also bleibt da am Ball. Es wird auf jeden Fall mega cool. Und auch da geht es also in irgendeiner Form weiter und auch da lassen sich neue Wege erschließen, wie wir Menschen erreichen können. Und das finde ich absolut großartig. Diese Woche kommt keine Gedankenfutterfolge, wie eigentlich geplant. Die verschiebt sich etwas. Dafür wollte ich euch etwas liefern, das trotzdem auf keinen Fall langweilig ist. Also quasi das Gegenteil von langweilig. Deshalb habe ich mir Matthias geschnappt von der veganen Werbeagentur Opposite of Boring und mit ihm über Werbung geredet. Und über seinen Weg aus Mexico City nach Münster, über Hürden, über Trends und über noch so viel mehr. Viel Spaß beim Interview. Ich sitze hier mit Matthias Lopez. Bei Matthias Lopez. Hallo Lars. Hi. In Hamburg. Und wir haben es endlich mal geschafft, dass wir uns unterhalten. Schön, dass du dabei bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier dabei zu sein. Matthias, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer bist du eigentlich und was machst du so? Ich bin Matthias und ich habe eine Werbeagentur gegründet, die sich auf vegane und nachhaltige Unternehmen spezialisiert. Die heißt Opposite of Boring, die Agentur. Wie kam dieser Name zustande? Wir hatten in den ersten Gesprächen mit eins von unseren ersten Kunden, der hatte die Herausforderung, dass er gerne die vegane Zielgruppe erreichen wollte. Oh, okay. Aber der hatte viele von den Kampagnen, die es damals zur Zeit da gab, die fand er ziemlich langweilig. Und dann hat er uns gesagt, okay, ich möchte, dass meine Kampagne nicht langweilig ist. Und wir haben dann zusammen mit diesem Kunden tatsächlich die Agentur gegründet. Und eben weil das unser erster Auftrag war, haben wir dann gesagt, okay, der soll nicht langweilig sein, der Auftrag. Wie heißen wir? Und so ist der Name zustande gekommen. Ah, okay. Das heißt, ihr habt mit eurem ersten Kunden zusammen die Agentur gegründet? Genau. Krass. Genau, also mit dem ersten Auftrag dann darauf alles aufgebaut. Geil.
Ich möchte mal ganz zu weit zurückspulen an den Anfang. Wo und wie kam denn bei dir so, du warst, bist schon immer Werbemensch gewesen, richtig? Wo kam bei dir so der erste Funke, ich möchte in die Werbung? Also ich habe einen langen Weg bis in die Werbung gefunden tatsächlich. Okay. Und weil ich habe erstmal, ich bin in Mexiko aufgewachsen und bin dann zum Studium nach Deutschland gekommen. Mhm. Und ich habe in Münster BWL studiert. Was, da muss ich mal kurz einhalten. Was treibt dich von Mexiko nach Münster? Du sitzt doch nicht in Mexiko und denkst, oh, was ist die beste Uni, wo ich BWL studieren kann auf der ganzen Welt? Münster! Münster, genau. Also meine Mutter ist Deutsche. Okay. Und sie lebt aber schon sehr, sehr lange in Mexiko. Mhm. Und deswegen wurde ich dann bin ich in Mexiko auf die deutsche Schule gegangen. Ah, okay. Und die haben dich dann vorbereitet, dass du nach Deutschland kommst, um zu studieren. Das heißt, dass ich habe auch das deutsche Abitur in Mexiko gemacht. Ah, okay, krass. Und hatte einen Cousin, der in Münster studiert hat. Und dann ist mein Bruder auch nach Münster gegangen. Und dann war das so quasi der logische Schritt für mich, auch nach Münster zu gehen. Weil wenn man in Mexiko aufgewachsen ist, da kennt man auch wirklich wahrscheinlich Berlin, Hamburg, München. Ja. Aber die ganzen Studentenstädten nicht. Und da mein Cousin gesagt hat, Münster ist eigentlich das Beste, was man machen kann für BWL, dann sind wir hier die ganze Familie rübergegangen, sozusagen. Ach, krass. Und im Studium habe ich Schwerpunkt Marketing genommen und dann gemerkt, dass mir dieser Bereich ziemlich viel Spaß macht. Und als das Studium fertig war, habe ich nochmal einen Master in strategische und kreatives Management von Werbung gemacht. Und dann immer weiter tiefer sozusagen in diesem Feld gegangen. Allerdings habe ich dieses Studium in Spanien gemacht und dann nochmal einen zweiten Master in Fotografie. Das heißt, immer also so klassisch im BWL eingestiegen, aber dann immer mehr in die kreative Branche gegangen. Und also warum Werbung und warum Marketing? Es macht mir super viel Spaß, versuchen zu verstehen, warum Konsumenten unterschiedliche Entscheidungen treffen und warum sie bestimmte Produkte kaufen. Und das fand ich ziemlich spannend und wollte mehr davon wissen. Krass. Das ist ein spannender Weg. Und du, wie war Münster für dich, wenn du aus Mexiko kamst und dann so der Kulturschock, deutsche Kultur, Studentenstadt irgendwie, die Stadt der Fahrräder? Also Kulturschock ist, glaube ich, richtig gesagt. Mexiko hat ungefähr 30 Millionen Einwohner und Münster hat, glaube ich, 300.000. Das war schon von einer sehr großen Stadt zu einer sehr kleinen Stadt. Hast du in Mexico City auch gewohnt? Genau, Mexiko-Stadt gewohnt. Und okay, es das ist wirklich ein krasser Kulturschock. Okay, wow. Es war ein sehr schöner Wechsel nach Münster. Mhm. Münster ist eine wunderschöne Stadt, aber es gab natürlich sehr viele Herausforderungen. Da fängt das mit dem Wetter an und natürlich auch, es ist eine ganz andere Kultur und auch von der Schule zur Uni rüber. Und da habe ich auch, ich glaube, im ersten Semester bin ich im Winter auch nach Hause gegangen, weil es mir zu kalt war. Und bin dementsprechend fast durch die meisten Klausuren durchgefallen, weil ich zu den Klausuren zurückgekommen bin. Ah, okay. Und dann habe ich das gelernt, dass man es nicht so machen sollte. Und krass. Und du hast einfach einen zweiten Master in Fotografie noch dran gehängt hast. Das heißt, du bist auch eigentlich ein super Fotograf. Auch nebenbei. Also Fotografie habe ich tatsächlich neben der Arbeit angefangen zu studieren. Mhm. Ich habe angefangen meine Werbekarriere in Spanien, in Barcelona, in einer Agentur. Mhm. Und wir hatten sehr viel mit Fotografie zu tun in der Agentur. Und es hat mir super Spaß gemacht. Deswegen habe ich das neben dem Beruf auch angefangen zu lernen. Aber ich wollte mich tatsächlich nie beruflich in die Richtung hinbewegen, sondern habe das so als Hobby gemacht. Mhm. Dass du quasi besser verstehst, wie erzählen Bilder. Genau. Produkte. Genau, und hatte dann erstmal ein Diplom gemacht und dann eben dieses Master, aber wirklich nur aus Spaß für die Fotografie aber wollte auch nie beruflich in dem Bereich so als Fotograf arbeiten. Mir hat vielmehr der strategische Teil von der Werbung Spaß gemacht. Krass. Hast du dich früh entscheiden können oder müssen, in welche Richtung du gehst? Weil ich meine, Werbung ist ja ein breites Feld. Du kannst, keine Ahnung, Modewerbung machen, du kannst Lebensmittelwerbung machen, Produkte. Gab es da irgendeinen Schwerpunkt, wo du dich früh für entschieden hast? Ich wollte am Anfang in vielen Bereichen reingucken, um zu verstehen, was mir Spaß macht. Im Studium hat man einen sehr theoretischen Ansatz für Werbung.
Und deswegen wollte ich dann in unterschiedlichen Agenturen reingucken, um zu verstehen, wie arbeiten unterschiedliche Agenturen, was für Bereiche gibt es überhaupt. Mhm. Und habe dann eigentlich, ich habe so die Anfänge habe ich im Bereich Nachtleben, Mode und so Getränke gemacht. Mhm. Und habe dann den Wechsel in Konsumgüter gemacht. Also ich bin dann für einen Job auch nach Deutschland gekommen von Spanien und habe da für eine längere Zeit für eins von den größeren Konsumgüterunternehmen gearbeitet. Mhm. Und danach bin ich in den Bereich Food gegangen, also bevor ich auch die Agentur gegründet habe. Und deswegen so unterschiedliche Bereiche erstmal kennengelernt. Krass. Was ist denn der Oberbegriff Nachtleben in der Werbung? Hast du dann Bacardi-Werbung gemacht oder was genau? Genau. Das? Also Nachtleben war tatsächlich, ich habe sehr viel mit Alkoholmarken zusammengearbeitet oder mit Modemarken und haben Aktivierungen, also die haben das so gesagt im Bereich Nachtleben gemacht, also viel in Clubs, in Bars, viele Events organisiert, habe sehr also Musikevents organisiert oder auch einfach feiern. Okay. Ach krass. Und ich meine, wahrscheinlich war zu dem Zeitpunkt, warst du noch nicht komplett von Anfang an vegan. Wann kam für dich so der Umstieg, dass du gedacht hast, irgendwie war das, als du in den Bereich Food gekommen bist? Oder wann kam so für dich der Moment, wo du dachtest, ich glaube, ich möchte vegan werden? Das kam später. Tatsächlich habe ich, als ich aufgewachsen bin oder als ich angefangen habe zu arbeiten, den Begriff vegan, glaube ich, gar nicht mal so auf dem Schirm gehabt. Also für mich auch Mexiko ist ein Land, was sehr traditionsweise halt sehr viel Gerichte mit Fleisch hat, sehr viele, also das ist so Teil der Kultur und das ist noch nicht so, also es war damals noch nicht so verbreitet, jetzt ändert sich das und es gibt eine sehr, sehr tolle Bewegung auch da. Echt? Aber ich habe, also als ich da aufgewachsen bin, hatte ich das wirklich noch nicht gehört und als ich angefangen habe zu arbeiten, war ich auch noch nicht so weit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und bin die ersten Male, also tatsächlich nicht über die Arbeit in Begriff, also in Kontakt mit dem Thema vegan gekommen, sondern weil ich mich persönlich angefangen habe, mehr zu informieren und mehr damit auseinanderzusetzen und dann auch gemerkt, dass in dem Bereich, wo ich arbeite, ich eigentlich mein ganzes Wissen, was ich da angeeignet habe, auch für Marken nehmen wollte, die ich auch persönlich unterstütze. Was war für dich der Auslöser, dass du dich damit beschäftigt hast? Der Punkt? Ich hatte, also eigentlich ist das so ein bisschen, bin ich das alles ein bisschen blauäugig angegangen. Und es war zur Zeit, wo es in Russland sehr viele, also in den Nachrichten sehr präsent war, dass es sehr viele Fälle von Diskriminierung und sehr viele Probleme mit Menschenrechten gab. Mhm. Und da hatte ich mir überlegt. Olympiazeit, oder? Genau, ein bisschen vor der Olympiazeit. Mhm. Und dann hatte ich mir angefangen, Gedanken zu machen, Mensch, da hat man ja keinen direkten Einfluss, was man machen kann, aber was könnte man machen? Und ich hatte das irgendwie in mir schon ein bisschen diese Gedanken, dass das vielleicht das Ganze mit den Massentierhaltung und Fleischkonsum eigentlich nicht so cool ist, aber hatte das noch nicht so diese ganzen Gedanken fertig gedacht. Und habe das blauäugig gesagt, okay, man könnte zumindest, wenn man jetzt für diese Menschen nichts machen kann, für irgendjemand was machen, wie wäre es denn für die Tiere, das anfangen zu machen? Und habe dann mir vorgenommen, eine Woche vegetarisch zu leben und habe gemerkt, dass das überhaupt nicht schwierig war. Und von einer Woche wurden es dann 2 Wochen, von 2 Wochen wurden es dann 3 Wochen. Dann habe ich das, glaube ich, ein paar Mal vergessen. Also irgendwie ist das ein bisschen, habe ich das vergessen oder bin nach Hause gegangen und war am Anfang auch nicht so ganz konsequent mit dem, aber hatte zumindest dann so den ersten Einstieg zu dem Thema. Und dann hatte tatsächlich in der Zeit mein Freund hat durch den Sport halt jemand kennengelernt, die ihm viele Informationen dazu gegeben hat. Ah, okay. Und dann hat er das natürlich auch nach Hause mitgebracht, diese Informationen. Und so habe ich mich mehr und mehr mit dem Thema auseinandergesetzt und mehr gelernt. Und irgendwie kam ich dann weiter so mit dem Thema in Berührung. Ah, okay. War das für dich, wie hat das deine Arbeit beeinflusst? Weil ich weiß nur, dass es bei mir damals so war, dass ich dachte, scheiße, ich kann so nicht weitermachen. Weil ich natürlich, damals war es noch weniger so, weil ich damals noch keine Agentur hatte, aber jetzt, wo ich
halt auch irgendwie eine Schauspielagentur habe, die viel Werbung macht, lehne ich super viele Castings ab. Und merke halt, wie sehr mein Veganismus, mein ethisches Verständnis, meine Arbeit einschränkt, sozusagen. Wie war das für dich, als du umgestellt hast? Das hat auch sehr viel in mich tatsächlich auch bewegt und habe auch viel gemerkt, dass ich angefangen habe, nicht mehr dran zu glauben, an dem, was ich gemacht habe, beziehungsweise nicht an dem, was ich gemacht habe, sondern wofür ich, also für welche Marken ich das gemacht habe. Und hatte dann auch ein paar Aufträge zu der Zeit, wo es um einige Produkte gab, die als vegan vermarktet werden sollten. Aber zusätzlich das waren vegane Produkte. Und dann sollte man Hinweise geben, dass man die zum Beispiel mit Milch vermischen sollte. Schau, unsere veganen Soßen, die du perfekt zum Grillfleisch essen kannst. Das fand ich extrem irgendwie merkwürdig. Ja. Aber ich glaube, das ganze Verständnis vom Veganismus ist auch jetzt weiter verbreitet und man versteht das viel mehr. Aber noch vor ein paar Jahren war das so, okay, vegan ist irgendwie cool, jetzt vermarkten wir vegane Produkte und perfekt zur Grillsaison. Also, und das hat für mich so überhaupt keinen Sinn gemacht. Und deswegen habe ich dann beschlossen, okay, für bestimmte Marken habe ich keine Lust mehr zu arbeiten. Aber Werbung macht mir wirklich sehr viel Spaß. Deswegen wollte ich dieses Wissen dann für Marken einsetzen, woran ich wirklich glaube. Und bin dann, als wir diese Möglichkeit hatten, dieses Projekt für diesen einen Kunden umzusetzen, haben wir uns gedacht, es gibt zwei andere Gründer von der Agentur, dass wir alles unser Wissen und Kontakte bündeln und eben nur für diese Marken zu arbeiten. Also wir arbeiten auch tatsächlich nur noch für vegane und nachhaltige Marken. Also einen starken Fokus. Wir haben auch schon mehrere Aufträge abgelehnt, die es von Marken sind, die eben diese Werte nicht irgendwie entsprechen. Krass. Da möchte ich gleich auch nochmal drauf zurückkommen. Aber wie war das? Warst du fest angestellt in einer Werbeagentur und musstest dann den Job aufgeben, um deine eigene Agentur zu gründen? Oder warst du Freiberufler? Wie funktioniert das? Also ich war für längere Zeit angestellt in einer Agentur und danach war ich Freiberufler und habe als freiberuflicher Berater für mehrere Agenturen gearbeitet. Unternehmen, nicht direkt Agenturen, sondern direkt Projekte umgesetzt mit einem Netzwerk an Kontakten. Okay, weil ich mir vorstellen kann, dass das natürlich auch mögliche Kollegen und Kolleginnen und so Chefs nicht so lustig finden, wenn du plötzlich sagst, nein, 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 ich möchte das alles nicht mehr machen, ich bin jetzt vegan. Aber gut, wenn du Freiberufler warst, dann war es natürlich deutlich freier. Aber das ist glaube ich, eine große Herausforderung für viele Menschen, die in noch größeren Unternehmen oder größeren Agenturen arbeiten, die sich dann mit diesen Themen auseinandersetzen müssen, wobei sie das gar nicht möchten. Und das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, wie man damit umgeht. Ich habe heute wieder von der Lulu, von einer Musikerin gehört, die ihre zwei älteren Schwestern, arbeiteten wohl auch bis vor kurzem in einer Werbeagentur, hier in Hamburg auch. Mhm. Und die haben da auch aufgehört, weil sie quasi so Probleme damit hatten, weil sie halt auch vegan sind. Mhm. Und weiß noch von zwei anderen Freundinnen von mir, eine von denen ist auch vegan, die halt auch quasi aus ihrer Werbeagentur einfach raus mussten, weil sie so keinen Bock mehr drauf hatten. Mhm. Ich glaube, das ist ein großes Dilemma, wenn du dann einfach so deine ethischen Werte überhaupt nicht mehr damit übereinbringen kannst. Gerade wenn du dann irgendwie Food machst und dann denkst, ja, cool, ich muss das Packaging für die neue Bratwurst erstellen. Natürlich schwierig. Und wie kam so der Gedanke, ich meine, du hättest natürlich auch weiter navigieren können, okay, ich versuche jetzt nur noch als Freiberufler vegane Produkte zu beraten. Aber warum kam der Gedanke, eine eigene Agentur zu gründen? Das ist eine gute Frage. Also wir haben uns gedacht, dass viele Marken diese Herausforderung haben, tatsächlich diese Zielgruppe zu erreichen. Und dass es auch wahrscheinlich mehrere Leute gibt wie wir, die keine Lust mehr hatten, einfach für irgendwelche Marken zu arbeiten oder irgendwelche Aufträge zu nehmen. Also gerade was du auch meintest, wenn man dann die neue Verpackung für die Bratwurst machen soll und man wirklich sich mit dem Thema nichts zu tun haben möchte, dass das für viele auch schwierig ist. Und deswegen haben wir auch gedacht, okay, wir wollen für coole vegane Marken arbeiten und auch mit coolen Leuten irgendwie, die gleiche Werte teilen, dieses Projekt machen. Mhm. Krass. Und da sind wir auch
also bin ich auch super glücklich, dass ich auch diese Menschen jetzt auf dem Weg gefunden habe und immer neue Leute dazukommen und wir immer mehr halt auch unser Netzwerk erweitern und auch die Möglichkeit haben, sowohl mit den Marken, aber auch mit den, also mit den Teammitgliedern, die einfach für dieses Thema brennen, irgendwie zusammenarbeiten dürfen. Wie groß ist euer Team jetzt? Wir sind jetzt gerade, muss ich mal zählen, wir sind... Einmal die Schreibtische abgehen. Genau, einmal die Schreibtische, die gehe ich gerade im Kopf tatsächlich ab. So. Wir sind gerade 5. Okay. Plus die 3 Gründer. Das heißt, wir sind insgesamt 8 Leute in der Agentur. Okay. Wow. Als wir gestartet haben, sind wir mit 3 Leuten, wirklich die 3 Gründer, gestartet. Krass. Wann habt ihr euch gegründet? Vor ungefähr 1,5 Jahren. Also wir nähern uns langsam die 2 Jahre jetzt. Mhm. Gar nicht schlecht. Und wie, ich stelle mir das in dieser Anfangszeit, weil ich sag mal, jetzt noch keine 2 Jahre, seid ihr ja trotzdem noch sehr frisch. Mhm. Wie ist das dann in dieser anfänglichen Zeit, Jobs abzulehnen? Das ist ja schon eine Herausforderung, diese ethischen Aspekte und diese ethische Vorstellung durchzuhalten und gleichzeitig zu wissen, boah, wir brauchen aber echt Kohle. Mhm. Wie ist das? Wie balancierst du das? Also am Anfang war das tatsächlich gar nicht so schwierig, dadurch, dass wir hatten einen Auftrag von einem Kunde, der einen langfristigen Auftrag. Und dadurch waren die, und da wir nur 3 Gründer waren und keine Gehälter zahlen mussten, ist das natürlich ein bisschen, ist man flexibler, um zu entscheiden, was man nimmt oder was man nicht nimmt. Weil am Ende, wenn man das, also natürlich braucht man Geld zu leben am Ende, aber man kann da viel flexibler agieren, weil man keine so hohe Fixkosten hat. Ja. Und die Herausforderung ist, wenn man dann anfängt zu wachsen und sich weiterzuentwickeln, da kommen natürlich diese ganzen Fixkosten dazu. Und da ist es, glaube ich, so ein bisschen lernen muss, okay, man ist bei einem Kunde ist man natürlich sehr abhängig von allen Kunden. Ja. Und dann muss man gucken, okay, dass man sich mehrere Bausteine oder mehrere Beine irgendwie aufstellt, dass man auch so ein Projekt nachhaltig aufbauen kann. Und da ist es da wird es, glaube ich, schwieriger, wenn ein gutes Angebot kommt, dass man sagt, okay, mache ich das oder mache ich das nicht. Aber also das ist tatsächlich als diese Anfragen ankamen und haben wir uns gedacht, okay, machen wir es oder machen wir es nicht, und haben auch sehr schnell gesagt, okay, das machen wir nicht, weil das nicht unsere Werte entsprechen und wir auch eine Verantwortung auch gegenüber uns, gegen die Natur, gegen die Tiere und auch für die Mitarbeiter, dass wir das einfach nicht möchten. Und ich glaube, das ist auch wenn wir eine kleine Agentur sind, dann ist das auch unsere Stärke, dass die Kunden, die Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die wissen das auch, dass jemand, der diese Kampagne für die entwickelt, nicht gleichzeitig auch für ein größeres Fleischunternehmen oder für eine Fast-Food-Kette arbeitet, sondern nicht wirklich Leute, die an das Thema glauben, das Thema irgendwie leben und sich jeden Tag damit auseinandersetzen. Wow. Ja, finde ich echt stark. Ja, genau, was du sagst, es ist einfach eure Stärke, euer Alleinstellungsmerkmal auch irgendwie, aber es ist auch eine ganz schöne Herausforderung, das durchzuziehen, wenn du Mitarbeiter hast, die du irgendwie ernähren möchtest. Ne? Das klar. Ist schon krass. Und wie ist das dafür, Kunden zu gewinnen? Weil in meiner Erfahrung ist es so, dass gerade viele vegane Unternehmen einfach echt keine Kohle haben. Wie kriegt ihr da Kunden, die ihr so bepreisen könnt, dass ihr davon leben könnt und die das trotzdem bezahlen können? Sind es einfach von Natur aus große Firmen, die sich das nur leisten können? Oder gibt es da eine Möglichkeit, dass kleinere Firmen bei euch trotzdem quasi Werbung machen können über euch? Wie macht ihr das? Also wir gucken uns tatsächlich, dass wir Angebote oder Projekte so gestalten, dass das für die unterschiedlichen Unternehmen passt. Mhm. Wenn das ein kleines Unternehmen ist, dann gucken wir, dass das Angebot tatsächlich mit deren Ressourcen, dass wir das umsetzen können. Und wenn das ein bisschen größer ist, dann kann man natürlich ein bisschen mehr machen oder mehr Maßnahmen entwickeln. Und da versuchen wir einzeln auf den jeweiligen Kunden einzugehen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was uns von anderen Agenturen so ein bisschen unterscheidet, die so ein Baukastensystem haben und normalerweise dann sagen, okay, Kunde A, du möchtest das hier, dann haben wir diese unterschiedlichen Blöcke und dann kannst du dir das alleine aufbauen. Und dadurch, dass wir auch bewusst mit den mittleren und kleineren Unternehmen zusammenarbeiten, müssen wir genau gucken, dass diese Maßnahmen tatsächlich auch für die umsetzbar sind und auch mit den Budgets, die zur Verfügung haben. Mhm.
Aber das ist auch eigentlich, auch wo du gerade meintest, welche Kunde man annimmt und welche nicht. Ich glaube, das ist oft auch gar nicht so eine einfache Frage zu beantworten, auch mit dem Thema Budget, weil es gibt natürlich die Kunden, wo das ziemlich eindeutig ist und das sind dann Marken, die 100% vegan sind und eben 100% ethisch und nachhaltig und da ist es eine einfache Entscheidung. Aber es ist natürlich schon ein bisschen eine Sache, worüber man nachdenken muss, wenn es jetzt ein Unternehmen ist, was sich mit dem Thema nicht beschäftigt, aber zum Beispiel ein veganes Produkt rausbringt. Ja. Oder ob man dieses Projekt annimmt oder nicht. Ja. Oder wie geht man mit einem Unternehmen, was vielleicht seine ganze Ausrichtung gerade verändert und sagt, okay, wir sind noch nicht so weit, aber unser Ziel ist, dahin zu kommen. Und das ist natürlich auch eine interessante und spannende Frage. Diskutiert ihr das dann im Team durch? Oder ist das was, wo ihr sagt, sorry Leute, auch wenn es euch vielleicht nicht gefällt, aber ich sag mal, es kommt eine Firma, eine Milchfirma, die jetzt einen neuen Sojajoghurt rausbringt. Mhm. Wir machen das. Gibt es da irgendwie einen Konsens oder fragt ihr auch schon irgendwo im Team nach, was haltet ihr davon? Also grundsätzlich haben wir da sehr offene Gespräche mit dem Team. Das ist nicht nur bei welche Kunden man annimmt oder welche Projekte, sondern grundsätzlich haben wir eine sehr offene Diskussion, dadurch, dass wir auch sehr klein sind. Und da ist es super wichtig auch für uns, was die Leute denken. Und da unterhalten wir uns über solche Themen. Mhm. Ja, cool. Gibt es, ich muss, wenn ich an Werbung denke, immer an Agenturmenschen denken, die ich kennengelernt habe, wenn ich Werbung gesprochen habe, also irgendwie. Oder dann so, ich sag mal, die Klassiker hast, ne? So die Mit-50erin, die sich anzieht, als wäre sie gerade erst 20 geworden und dann die ganze Zeit so Sachen sagt wie, oh, es muss unique sein und sprich es modern und du denkst, was willst du von mir? So Bullshit-Bingo. Ja, so Bullshit-Bingo, einfach so Worthülsen, die so da reinschmeißen. Gibt es wirklich so Strömungen und Trends in der Werbung und wie erkennst du die? Also es gibt Sachen, wo du sagst, oh ey, das hast du 2015 gemacht, sowas machst du heute nicht mehr. Wie erkennt man das? Ich bin da immer so, wenn Leute sagen, das ist momentan ein Trend. Wie erkennt man sowas, dass ein Trend ist oder aufkommt oder so? Also da gibt es eindeutig Trends. Da gibt es so unterschiedliche Art von Trends. Ich glaube, so Bereiche, wo auf einmal die ganz angefangen hat, so viele Influencer zu geben. Und das ist jetzt eindeutig, wo alle Marken darauf aufspringen und sagen, wir wollen im Zentrum von unseren Kampagnen irgendwie Influencer-Marketing machen. Voll. Und so ist das dann natürlich mit unterschiedlichen Themen. Da gibt es eindeutig Trends. Was ist momentan so der Trend? Abgesehen von Influencer-Marketing, ich sag mal, gibt es visuelle Trends, die momentan total in sind? Oder gibt es irgendwas, was dich nervt, aber was du irgendwie machen musst, weil du denkst, scheiße, jetzt geht halt total ab? Also da gibt es, visuell gibt es, also man erkennt schon bei vielen Marken dann so ähnliche Herangehensweisen zu bestimmten Themen. Und da gibt es auch in der Bio-Branche oder in der veganen Branche gibt es auch halt viele Trends, die aktuell passieren. Also eine Sache, die ich immer ein bisschen schade finde, ist, wenn vegane Marken oder halt nachhaltige Marken auch sagen, okay, wir sind bio-vegan, wir sind nachhaltig, wir machen Kommunikation in Grün, in Holztönen. Das ist, glaube ich, hat man schon so viel gesehen. Das ist immer ein Punkt, wo man denkt, okay, das machen gerade alle oder das haben super immer viele noch gemacht. Immer noch alle. Das machen immer noch alle, das ist schön. Ja, krass. Ja, stimmt, das ist ein Trend. Was mir gerade noch einfiel, war auch, dass eine Zeit lang das plötzlich so in die Handschrift-Fonts auftraten lassen. Und alles war plötzlich aus wie von Hand geschrieben. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel vorletztes Jahr, wo es so anfing, dass Lidl und Aldi plötzlich so Storytelling eingebaut haben. Plötzlich waren Lidl und Aldi super fancy. Mhm. Plötzlich hat Lidl diese Werbespots gebracht, die so unfassbar gut gedreht waren und so ganz sinnlich vertont und so. Ich kenne sogar die Sprecherin, die ganzen Lidl-Spots spricht. Das ist eine super Sprecherin. Aber dass da plötzlich auch so Trends kamen von, wir gehen mehr ins Storytelling, wir erzählen mehr Geschichten, alles ist mehr, ist näher am Leben. Und da habe ich das Gefühl, dass das auch sehr dahin gegangen ist. Hast du das Gefühl, dass es immer noch so ist, dass wir sehr so über Storytelling und Geschichten und so Echtheit gehen?
Ich glaube schon, wobei wir da wieder zurück bei diesen Agentur-Bingo oder diesen Bullshit-Bingo sind, weil dann sagen alle, okay, wir müssen Storytelling machen, wir müssen Content-Marketing machen. Und, aber eigentlich machen sie, was sie immer gemacht haben, die nennen das nur anders. Und das ist dann, alle reden davon, aber wirklich, es gibt wenige Marken, die das tatsächlich dann so richtig gut umsetzen oder gute Geschichten erzählen. Viele letztendlich haben wahrscheinlich auch wieder die Kohle nicht dafür, ne? Weil das für Storytelling brauchst du ja eigentlich auch dann wieder Schauspieler, wirklich, also und auch Autoren. Also du musst es ja auch geschrieben kriegen und sowas. Ne? Und dann ist es ja wahrscheinlich trotzdem einfacher, wenn Leute einfach ein Produkt in die Kamera halten. Genau, und ich glaube auch, also das ist also ganz, mit der ganzen digitalen Werbung ist natürlich eine unheimlich tolle Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, aber es ist auch extrem schnelllebig. Und dann entscheiden viele Marken oder viele Agenturen dann tatsächlich, einfach schnelle Kampagnen umzusetzen. Und dann ist es natürlich auch manchmal schwieriger, so eine ganze Geschichte aufzubauen, wenn man schnell, schnell Produkt irgendwie kommunizieren möchte und schnell eine sozusagen eine Kaufentscheidung zum Beispiel zu beeinflussen. Und dann gehen manchmal auf dem Weg diese ganzen größeren Geschichten, die man vielleicht erzählen könnte, gehen verloren. Was ist eine Aktion oder eine Kampagne, auf die du besonders stolz bist? Also ich glaube, da gibt es mehrere. Da haben wir tatsächlich tolle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und da haben wir bisher viel ausprobieren dürfen. Und wir haben von der ganzen Gestaltung, von der, wie eine ganze Marke auftretet, also visuell sowie strategisch. Was ist so für dich ein Highlight gewesen, wo du sagen konntest, okay, da haben wir bei einer Kampagne einfach eine geile Geschichte erzählt oder wo wir das besonders persönlich irgendwie hervorbringen konnten? Also ich finde so persönlich viele Themen sehr spannend, weil das ist nicht nur, dass das so zum Beispiel eine Marke, die vielleicht vegan ist, sondern wir arbeiten für viele Marken, wo das so der Kern von deren Geschichte ist, wo sich mit, also wir arbeiten sehr viel im Bereich Food und dann finde ich es extrem spannend, weil bei mir war das so, dass ich als ich vegan geworden bin, war das auf jeden Fall so ein ethisch getriebener Ansatz. Und habe dann durch die Arbeit tatsächlich viel über Gesundheit gelernt und viel über Nachhaltigkeit. Habe dann mein Verständnis auch für das Thema Veganismus viel erweitern dürfen. Und das ist dann tatsächlich so durch diese Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, die mir super viel gezeigt haben. Und dadurch, dass ich mich dann sehr eingearbeitet habe in die Themen, wie verschiedene Inhaltsstoffe sich auf den Körper auswirken. Thema zum Beispiel rohvegan oder halt wie funktioniert Veganismus für zum Beispiel im Bereich Tierfutter, dass man da viel mehr über unterschiedliche Themen lernt. Und da bin ich auch irgendwie sehr stolz, dass ich mit den Leuten zusammenarbeiten darf und mehr über diese Themen lernen darf. Cool. Gibt es irgendeinen Stil oder irgendeinen Trend momentan, auf den du richtig Bock hast, den du richtig geil findest? Wo du sagst, irgendeine Art von Umsetzung, irgendeine Werbung, die du gesehen hast, wo du sagst, boah, das so sieht gute Werbung aus. Ja, also ich glaube, ein bisschen, was wir gerade gesagt haben, was gerade alle machen und was man nicht mehr sehen kann, wenn die alle so auf dieses klassische visuelle Öko-Look and Feel gehen, finde ich das extrem cool. Die Marken, die so voll knallig gerade rausgehen und super laut und frech und witzig. Und das finde ich gerade eine tolle Umsetzung und finde das wirklich toll von den Marken, die sich das dann trauen und auch halt stärkere Statements geben und auch wirklich offen kommunizieren und da sich nicht ein Blatt vom Mund nehmen. Und da kriegt ihr das auch mal hin, dass ihr euren Kunden sagen könnt, lasst uns das mal machen, lasst uns mal laut und vorlaut sein und nicht klassisch biogrün und die machen das dann? Oder ist das immer so, lass mal lieber... Gemischt. Also es gibt einige, die sich das dann, die diese Herangehensweise dann ausprobieren wollen und die das auch machen. Da muss es natürlich zu den Werten, also zu diesem Kern von der Marke passen, weil wenn man grundsätzlich auch eine andere Zielgruppe hat, dann macht das natürlich nicht Sinn. Aber wenn man da eine Zielgruppe hat, die dafür irgendwie gut reagieren könnte und dafür affin ist, dann gibt es einige Marken, die sich das trauen. Das finde ich dann immer ziemlich cool. Krass, ja, sehr cool. Was ist so dann abgesehen vom Biogrün, so dein mega
schämigster, cringiest Moment von Werbung, wo du denkst, wie kann es sein, dass wir das immer noch machen? Ich nehme zum Beispiel, ich erwische mich dabei, dass ich Werbung immer auseinandernehme. Und ich habe letztens zum Beispiel, ich habe letztens Radiowerbung gehört und ich höre eigentlich nie mehr Radio. Und da dachte ich wirklich, es gibt immer noch Werbung, die anfängt mit Schatz, ja, lass uns schnell zu Roller, da haben sie die neuen Möbel. Oh, das ist so eine gute Idee, Schatz. Und ich denke so, wirklich die klassische Schatz-Ja-Werbung, wow, das gibt's immer noch. Also sowas, hast du sowas, wo du sagst, boah, wenn ich das nochmal sehe, dann raste ich aus. Es gibt so einige Sachen, die habe ich zum Glück bei diesen Art von Kunden nicht mehr gesehen und das freut mich sehr. Okay. Aber es gab schon viele, also es gab schon einige Kampagnen, wo die klassische so Männer-Frauen-Rolle sehr getriggert werden. Und das ist, oder auch was man jetzt draußen sieht, zum Beispiel, wenn man so die ganzen Fleischwerbung sieht und Grillen, Steak, super männlich. Und dann sieht man daneben vielleicht eine Werbung für irgendwas haushaltstechnisch und Haushaltsgeräte. Und dann ist eine glückliche Frau und dann denkt so, danke für den Valentinstag, dass ich einen Staubsauger bekommen habe oder sowas. Das sind so Sachen, die mich extrem nerven. Hast du das Gefühl, dass ihr da auch Vorreiter sein könnt, was Geschlechterrollen angeht und da auch zukunftsweisend euren Kunden sagen könnt, lass mal vielleicht nicht den weißen Mann als Modell nehmen, sondern... Ich glaube, grundsätzlich verändert sich ziemlich viel in der Gesellschaft und das passiert, also ich würde jetzt in dem Bereich sagen, da fängt sich an schon viel zu bewegen und da bin ich auch ziemlich glücklich, dass mehrere Marken und Agenturen auch so mittlerweile sehen. Leider gibt es noch viele, die das immer noch machen, aber ich würde jetzt sagen, das sind da schon einige Leute, die sich damit auseinandersetzen und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, wo wir uns irgendwie sehen und dass wir daran arbeiten, dass wir versuchen, das immer so ein bisschen herauszufordern, diese Art von Bildern und ein bisschen zeitgemäßer zu kommunizieren, weil ich glaube auch, vielen von den Leuten, die sich mit Veganismus auseinandersetzen, die setzen sich auch mit anderen Themen auseinander. Weil wenn man irgendwie schon angefangen hat, Sachen zu hinterfragen, dann ist man schon, finde ich, einen Schritt in eine richtige Richtung gegangen. Und das öffnet unheimlich viele Türen. Wie das genau, glaube ich, wahrscheinlich auch bei dir oder so vielleicht gewesen ist, dass man da... Ach, total. Kann, oder? Ja, und alleine irgendwie... so seit ein paar Jahren halt für mich auch so Themen wie dann Feminismus anfangen und dann fängst du irgendwie an mit Feminismus und dann denkst du über generell Geschlechterrollen nach und dann denkst also das ist ja alles, hängt ja alles zusammen letztendlich mit Fairness, wenn man einfach den Überbegriff Fairness denkt. Ja. Und genau, da finde ich halt auch, dass Werbung eine unglaubliche Macht hat, mehr Fairness zu zeigen und Menschen das eben auch näher zu bringen. Weil ich das halt auch immer noch am eigenen Leib sehe, wenn ich, keine Ahnung, Casting-Sheets sehe für Werbung und die denke, oh ja, natürlich werde ich als Handwerker gecastet, weil ich bin ein Typ mit etwas mehr auf den Rippen und Bart und blond und mir vertraut man ja als Handwerker. Ganz gesehen, davon abgesehen, dass ich totaler Scheißhandwerker bin im nächsten Leben. Das ist das, wofür ich gecastet werde. Aber ich denke, Also da sind immer noch sehr viele Klischees irgendwo am Start. Auch, dass du ja so in sehr vielen Werbungen hast du ja, wenn Vertrauen gewonnen werden soll, dann ist es eine tiefe männliche Stimme. Und wenn es eher sinnlich sein soll, ich sag mal, eine Langnese-Werbung, habe ich noch nie nicht von einer Frau gesprochen gehört. Solche Sachen. Also da finde ich auch, dass ihr einfach eine große Macht habt, da Modernität reinzubringen. Das finde ich echt cool. Was sind so eure Zukunftspläne? Habt ihr konkrete Zukunftspläne? Vielleicht noch eine Sache, die ich vergessen habe tatsächlich, wo du gefragt hattest, worauf wir tatsächlich stolz sind oder was wir gemacht haben. Gerne. Das ist, wir haben tatsächlich eine Herangehensweise entwickelt. Also eine Herangehensweise, wie man bestimmte Situationen für Marken analysiert. Und die haben wir dann sozusagen unser Fair-Ansatz genannt. Und das ist dann eine Herangehensweise, wie man untersucht, wie die bestimmte Zielgruppe von deiner Marke, also wie die mit deiner Marke interagiert, wie sie sich verhält und wie man als Marke in diesem Bereich in den unterschiedlichen so Schritten der Customer Journey eingreifen kann, beziehungsweise eine Kaufentscheidung beeinflussen kann in den unterschiedlichen Punkten. Und
Das ist dann, wenn die Leute bei euch anrufen, das ist dann euer Geheimrezept, was ihr mit denen... Das ist unser Geheimrezept, okay, genau. Okay, da haben wir uns ein paar... das haben wir anhand von einigen Marktstudien entwickelt und gucken uns dann sozusagen, wie das dann anhand der Zielgruppe passt und helfen den Leuten da, damit das anzugehen. Hast du Tipps für ganz junge Unternehmen, die jetzt gerade irgendwie anfangen? Was sind so vielleicht so ein, zwei Do's oder Don'ts, die du Leuten auf den Weg geben würdest, wo du sagst, okay, wenn ihr gerade irgendwas anfangt, macht bitte das nicht. Macht bitte euer veganes Unternehmen nicht in grün zum Beispiel. Ja. Was sind so ein, zwei, drei Do's oder Don'ts, die dir so einfallen? Also ich glaube, was ganz simpel ist, wenn man ein Projekt anfängt oder seine Marke anfängt zu entwickeln, dann versucht man viel zu machen. Also dann versucht man vielleicht, oder habe ich jetzt gehört, Instagram und Facebook und Pinterest und YouTube, und dann versuchen einige halt alles zu machen und machen dann alles halb oder alles sehr wenig. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass man dann die Sachen, die man macht, dass man die richtig macht und dass man die ausführlich macht und dass man dadurch eben durch diesen Kanal eben die größte Auswirkung hat, als wenn man zum Beispiel jetzt so einen YouTube-Kanal macht mit einem Video und dann in 6 Monaten nichts. Weil dann wird, wenn man eine Marke findet, dann denkt man, okay, die Marke ist irgendwie wahrscheinlich tot, vielleicht existiert die gar nicht mehr, sondern tatsächlich, dass man da sich auf seine Stärken auch fokussiert. Das ist, und wenn es um Marketing geht, auch da Kontinuität zeigt? Genau. Quasi. Genau. Okay. Gibt es irgendwo was, wo du sagst, lass sowas heute bleiben, irgendwie Facebook braucht euch nicht mehr drum kümmern oder keine Ahnung, ich finde es zum Beispiel spannend, dass du Facebook gerade nicht mehr erwähnt hast, was soziale Netzwerke angeht. Also ich glaube, Facebook macht generell so gerade einen Wandel, aber viele sagen tatsächlich, dass Facebook gestorben ist. Ich glaube nicht, dass es gestorben ist, sondern dass die Rolle sich einfach verändert hat. Mhm. Weil wir sehen das auch bei vielen Kunden, dass die vielleicht bei einer älteren Zielgruppe zum Beispiel auch die Communities auf Facebook viel aktiver noch tatsächlich sind. Mhm. Und wenn man vielleicht etwas jünger ist, ist man mehr Zeit bei Instagram. Aber viele tatsächlich benutzen Facebook noch. Nur die Art und Weise, wie man das benutzt, hat sich verändert. Mhm. Und wenn man sich dann genau anguckt, was man erreichen möchte, dann kann Facebook immer noch ein guter Tool davon sein. Spannend. Ja. Also ich finde es einfach auch cool für Unternehmen, die halt gerade noch nicht keine großen Werbebudgets haben, aber trotzdem so ein bisschen irgendwie irgendeine gute Idee brauchen, wie sie anfangen, ihr Marketing überhaupt zu machen. Mhm. Habt ihr irgendwelche Zukunftspläne, konkret oder unkonkret, wo ihr hin möchtet? Ja, also wir haben gerade vor kurzem eine Business-Direktorin eingestellt. Mhm. Da sind wir auch ganz glücklich, dass wir jetzt diese neue Stelle geschaffen haben und möchten uns dann weiter in dem Bereich etablieren und möchten weiter mit coolen Marken zusammenarbeiten, ein bisschen weiter wachsen. Das wären so die Zukunftspläne und natürlich viele unterschiedliche coolen Marken helfen. Sehr cool. Ihre Botschaften da rauszukriegen. Sehr schön. Wenn Menschen sich jetzt denken, okay, das ist alles so spannend, wo finden sie euch im Internet? Also die können uns auf unserer Webseite finden. Das ist www.oppositeofboring.de oder auf Instagram oder auch sogar auf Facebook. Aber wir sind tatsächlich aktiver auf Instagram, weil wir das Thema gerade hatten. Okay, sehr cool. Sehr schön. Letzte Frage, die ich noch an alle habe. Ja? Was ist dein momentanes Lieblingsessen? Also ich mag eigentlich so zwei Sachen ziemlich gerne. Also ich liebe alle Nudelngerichte. Mhm. Könnte tatsächlich Nudeln jeden Tag essen. Oder Pizza. Aber hab auch jetzt immer so nach und nach mehr gelernt, viele Sachen alleine zu machen und selber vorzubereiten, aber tatsächlich, ja. Eine Frage ist mir gerade auch noch eingefallen. Kannst du auch abschalten von deinem Job? Weil Werbung umgibt uns ja wirklich jeden Tag. Mhm. Und ich habe das mit zum Beispiel Fotografie so, dass ich oft Werbeplakate sehe und mich dabei ertappe, dass ich dann näher hingehe und gucke, wo sitzt das Augenlicht und wo wir das Licht gesetzt. Hast du das auch, dass du einfach nicht abschalten kannst und immer alles um dich herum analysierst? Oder kannst du auch mal abschalten und sagen, okay, ich bin jetzt einfach... Ja, also ich glaube, man ist immer irgendwie, guckt sich die Sachen an und ich glaube, dass,
Aber es stört mich auch überhaupt nicht. Also ich finde das immer mega spannend und bin da sehr interessiert und mache mir Gedanken, okay, was haben sie sich vielleicht dabei gedacht? Und denke mir oft so, okay, was hat da irgendjemand so im Briefing geschrieben, dass das rauskommt? Und das finde ich dann ganz spannend, so zu sehen, was die Leute versuchen oder wie die versuchen, ihre Botschaften rüberzubringen. Das, oder genau wie du meinst, auch dadurch, dass ich auch Fotografie cool finde, gucke ich, okay, Wie haben die das gemacht? Haben die irgendwelche Lichter aufgestellt? Findet man irgendwie, wie das aufgestellt wurde? Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Voll. Ja, sehr geil. Matthias, ich danke dir sehr. Ich könnte jetzt noch sehr, sehr lange mit dir weiterquatschen über Werbung. Aber ich danke dir sehr, dass du dabei warst und viel Erfolg für die Zukunft. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und, sehr cool. Ja. Bis bald. Bis bald. Und wenn ihr jetzt noch mehr über Matthias und seine Arbeit wissen möchtet, dann schaut einfach bei Opposite of Boring vorbei. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Matthias. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an lars@vegiworld.de oder bei Instagram @larswalterofficial. Folgt mir da natürlich auch sehr gern und folgt uns sehr gern @officialveggieworld, denn da gibt es immer gute News und Neuigkeiten, wie zum Beispiel über das vegane Campout. Und wenn ihr noch direkter Themenwünsche anbringen möchtet und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet und letztendlich auch euch selbst, dann folgt gern dem Link in den Shownotes zu unserer VeggieWorld Podcast Umfrage. Da könnt ihr nämlich in wenigen Minuten ganz unaufwendig ein paar Fragen zum Podcast beantworten, zum Beispiel, welches Format ihr am liebsten hört, wie lang der Podcast im besten Fall sein soll, welche Gäste ihr gern hören möchtet, welche Themen euch besonders interessieren und so weiter. Und damit helft ihr nicht nur uns, sondern letztendlich auch euch selbst, denn dann können wir besser auf eure Wünsche eingehen. Und das wäre ganz wundervoll. Einige Leute haben schon dran teilgenommen. Es ist super spannend zu sehen, was euch besonders gefällt. Und mich würde es natürlich mega freuen und uns alle hier vom Team noch mehr von euch zu erfahren, was genau am Podcast mögt ihr und was können wir noch besser machen. Also vielen Dank schon mal fürs Mitmachen und viel Spaß. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert natürlich gerne den Podcast in der App eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcasts und iTunes. Und schreibt uns auch sehr gern eine Rezension, denn so können wir noch mehr Menschen erreichen und sie mit Tipps, Infos und Interviews rund um das vegane Leben füttern. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr noch mehr hinter den Kulissen des Podcasts lesen möchtet, dann holt euch ganz gerne, wenn ihr mögt, die neue Ausgabe der Vegan für mich Zeitschrift, denn da gibt es ein zweiseitiges Interview mit mir, dem Lars, und auch Rezepte von der fetten Beete, mit denen wir ja immer die Herdgeflüster-Folge machen. Also schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr mögt. Gibt es natürlich in Bahnhofsbuchhandlungen und Kiosken, ich muss den Plural mal nachschauen, eurer Wahl. Wenn ihr mögt, wenn es euch interessiert, dann schaut auch da sehr gerne rein. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, rockt die kommende Woche. Lasst uns aufstehen und loslegen. Für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.